Wir sind wenige Tage vor Pfingsten und die täglichen Sendungen oder Beiträge von Pfarrer Ludewig auf unserer Gemeindeseite von der evangelischen Gemeinde waren heute für mich ganz überraschend. Die Ankündigung, dass ursprünglich ein Gesprächsabend oder Nachmittag oder Vormittag zum Jakobsweg stattfinden sollte, und weil das Corona-bedingt nicht stattfinden kann, hat er seine Nichte interviewt, die vor 3 Jahren den Jakobsweg gegangen ist, und zwar den portugiesischen, den du ja vielleicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr nochmal mit deiner Freundin gehen willst. Und da haben wir beide uns natürlich erinnert an das, was wir im letzten Jahr im Oktober erlebt haben. Und ich danke dir, dass du mich ein bisschen interviewen willst und mich ein bisschen fragen willst. Und vielleicht frage ich dich ab und zu auch mal was. Jetzt soll ich dich interviewen. Ich habe gedacht, du interviewst mich. Das können wir ja schneiden, ne? Schnitt. Ja, wir können es ja einfach weiterlaufen lassen. Genau. Wir sind ja im letzten Jahr von Ende September bis Ende Oktober den Jakobsweg geradelt, von Pamplona bis ans Ende der Welt. Und kannst du dich erinnern, wann die Idee entstand, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen oder radeln? Nein, aber ich kann mich erinnern, dass wir 14 Jahre vorher, wir kannten uns gerade ein halbes Jahr, den Jakobsweg an der nordspanischen Atlantikküste entlang begonnen haben, nur 35 Kilometer geschafft haben und mich dann ausgerechnet ein Gichtanfall dahin gerafft hat. 3 Tage lag ich flach und wir sind dann einfach noch bis an so einen Mündung, irgendwo wo ein Fluss ins Meer fließt, haben uns verabschiedet vom Jakobsweg und haben gesagt, auf Wiedersehen, wir kommen wieder. Danach sind 14 Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass mir das Laufen ja nicht gerade schwer fällt, aber ehrlich gesagt nicht so viel Freude macht, so wie damals. Und es war auch ein Frustrationserlebnis für mich, dass ich nach 4 Tagen schon aufgeben musste. Und seit wir E-Bikes hatten, glaube ich, haben wir immer wieder mal eruiert, darüber nachgedacht, wie das wäre mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg. Und dann haben wir ja im letzten Jahr den Elbe-Radweg von Magdeburg bis zur tschechischen Grenze für mich auch als eine Generalprobe gemacht, wie das ist, wenn du auf einer Seite der Tagesstrecke losfährst, ich mit dem Wohnmobil 30, 40 Kilometer voranfahre, dort das Auto abstelle und dir entgegenfahre und wir dann die Hälfte der Strecke gemeinsam zurückfahren. So ist es entstanden. Und dann kam ja eine ganz andere Entscheidung, dass wir 200 Tage war unser Ziel, den ganzen Winter über nach Südeuropa fahren, den Jakobsweg auch machen, aber sonst eigentlich nicht wissen, wohin uns das Schicksal treiben wird. Und das fand ich sehr aufregend. Als Ziel. Oder als zielloses Ziel. Gab es besondere Erlebnisse für dich, vielleicht auch in den Phasen, wo du alleine gefahren bist, denn wir sind ja die halbe Strecke alleine gefahren und dann die andere Hälfte zu zweit gefahren, wo du gesagt hast, wow, dieses Erlebnis vergesse ich nicht mehr. Oder das ist so prägend, dass sich irgendwas in meinem Leben verändert. Das ist jetzt ganz groß. Der ganze Weg dorthin, das ganze Projekt 200 Tage irgendwohin, stand für mich unter der Überschrift, die sich schon in unserem Urlaub in Bali geprägt hat, loslassen. Loslassen von Zielen, loslassen von Problemen, loslassen von zu viel Nachdenken. Und wenn ich ein Erlebnis ansprechen soll, das ich alleine hatte, dann eine Wiederholung, ein Déjà-vu an der Strecke in den galizischen oder am Anfang der Grenze zu Galizien, wo es auf 1300 Meter hochgeht, wo es kalt war, wo es geregnet hat und wo man wirklich denkt, trotz E-Bike, diese Steigung schaffe ich jetzt nicht mehr. Und ich mich an meine Kindheit erinnert habe, wenn ich aufgeben wollte, habe ich mir immer gesagt, zähl bis 27. Und das habe ich da auch gemacht, habe aber dreimal getreten, bis ich auf 1 und dreimal getreten, bis ich auf 2. Und als ich 27 gezählt hatte, war der Berg auch immer bezwungen. Das war einerseits ein wahnsinnig schönes Erlebnis, dass diese Kindheitsformel immer noch taugt. Aber danach habe ich gemerkt, ich habe jetzt überhaupt nichts nachgedacht, außer nur über das Treten oder über das Zählen. Und das hat mich erinnert an das erste Mal, dass ich vollkommene meditative Stimmung erlebt hatte,
ich glaube, ein halbes Jahr vorher bei einer Gehmeditation. Also dieses sich nur auf das unmittelbare Tun zu konzentrieren und alles andere loszulassen, das war für mich der Beweis, das ist wiederholbar. Das ist nicht nur ein Glückszufall, dass ich das damals in irgend so einem Yoga-Studio in Berlin-Steglitz beim Gehen erlebt habe, sondern das kann ich mir leisten, das kann ich mir herbeiführen. Hast du das oder ist es dir gelungen, dieses Loslassen, wie du es sagst, bis heute in deinen Alltag zu integrieren? Loslassen hat ja ganz viele Aspekte. Loslassen hat zum Beispiel den Aspekt, keinen Stress mehr zu haben, sich nicht mehr für alles verantwortlich, für so viel zu vieles verantwortlich zu fühlen. Und da hat nach Bali nicht nur der Jakobsweg, der insbesondere, aber auch die 100, die 60, 70 Tage, die wir danach ziellos an der Algarve für uns gelebt haben, unglaublich geholfen. Als wir zurückgekommen sind, früher als gedacht, hab ich mir oft gesagt, was kann man von der Algarve in das kalte, winterliche Basdorf retten? Und das ist dieses nicht mehr eine To-Do-Liste von morgens bis abends im Kopf zu haben, sondern offen zu sein für das, was einem das Schicksal, der liebe Gott oder der Zufall, der mir zufällt, präsentieren will. Loslassen hat aber auch solche Themen wie, also Bereiche wie Themen loslassen, Sorgen loslassen. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein immerwährender Lernprozess, den ich vor 20 Jahren begonnen habe und den ich vermutlich bis zu meinem Tode führen werde. Es ist immer relativ, wie viel ich loslassen kann. Heißt das Müßiggang? Ja, wunderbar. Also genau dieser Begriff hat für mich eine Umdeutung erfahren. Ich hatte das vorher mal gelesen, dass Müßiggang eben nicht Faulheit im Sinne von stumpfsinniges Zeppen vorm Fernseher oder sonst was bedeutet, sondern Müßiggang, was mit Muße zu tun hat. Und Muße wiederum, was damit zu tun hat, dass man sich frei macht von vorgegebenen Terminen, Gedanken und so. Genau dieser Müßiggang. Und deswegen, spätestens wenn dann auch im Frühjahr schon mal aus Versehen die Sonne hier in unserem Basdorfer Garten, habe ich mir gedacht, das ist wie in Portugal. Das ist ein Müßiggang. Wenn man einfach den Tag genießen kann und wenn man nicht schon wieder das nächste Projekt im Kopf oder auch das philosophische, politische oder theologische Thema erörtert, sondern einfach nur sagt, boah, ist das eine schöne Sonne? Was ist das für ein schöner Blick? Wir haben ja noch überhaupt gar nicht beim Jakobsweg darüber gesprochen, was für landschaftliche, irrsinnige Unterschiede wir dort erlebt haben. Klimatische Unterschiede, Menschen und einfach nur Augen und Ohren und Sinne offen halten für das, was kommt. Da war der Jakobsweg ein großer Lehrer. Hast du erlebt auf dem Jakobsweg, dass du Gott, wer was immer Gott für dich ist, nahe warst? Also so nicht, wie ich es zum Beispiel ganz krass aus dem Buch von Paulo Coelho, der sich ja mit Exerzitien noch in einer Art von religiösem Eifer in diesen Jakobsweg hineinbegeben hat, wie das für mich nur schwer nachvollziehbar, das nicht, aber auch nicht wie Happe Kerkeling. Zumindest die Mitwanderinnen, die dort auch im Buch und im Film vorkommen, auf der Suche nach Gott sind, da hatte ich irgendwann auf dem Weg das Gefühl, der Gott ist bei mir und der war schon vor mir und der ist ein Geschenk seit meiner Kindheit, der hat was mit meinem Vater, mit meiner Mutter, womit auch immer zu tun, den brauchte ich nicht mehr suchen. Aber vielleicht, was heißt denn das Göttliche in mir? Was ist denn das Göttliche Ich? Und da haben wir eines Tages ja uns gegenseitig die Frage gestellt, was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das? Also ich bin ja nicht auf der Suche nach Gott, der hat bei mir einen ganz festen Platz im Herzen, im Leben. Und dann hast du diesen Wahnsinnssatz gesagt, vielleicht muss ich erst von zu Hause weggehen, um zu merken, dass ich mich immer mitnehme, dass ich immer bei mir bin, dass ich. Und das fand ich etwas unglaublich Schönes, weil es im Grunde auch zeigt, du kannst nicht vor dir wegrennen und du brauchst nicht vor dir wegrennen. Du kommst sowieso immer hinter dir her. Und wenn man das als ein Gotteserlebnis nennen will, den Satz, den ich auch schon seit langer Zeit kenne, Heilung ist die Integration abgespaltener Persönlichkeitsanteile, dann ist da so ein Stück von diesem Erlebnis gewesen, wobei ich nicht abstreiten will,
dass die Begegnung mit so vielen Menschen, mit so vielen Pilgern und auch Pilgervätern und Müttern, also die die Pilgerherbergen bedient haben, mit dazu beigetragen hat, dass man sich schon, dass ich mich schon irgendwie in einem transzendenten Raum fühlte. Also es war nicht einfach irgendein touristischer Wanderpfad, sondern da spürte man die Liebe und die Nähe zu dem Göttlichen oder zum Prinzip Liebe schon immer, wenn man mit Menschen begegnet ist. Und zwar egal, ob sie die Wanderer waren oder ob es die Einheimischen waren. Ja, das habe ich auch erlebt. Also war sehr, sehr angetan von der Freundlichkeit und auch der Zugewandtheit uns, der spanischen Bevölkerung, uns Pilgern gegenüber. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie uns so ein Urvertrauen schenken. Also Pilger gleich Urvertrauen. Und sowas wünsche ich mir schon in den normalen Alltag zurück, dass man dem Menschen mit einem Urvertrauen begegnen können. Und ich glaube, dass ganz viel zurückkommt dann. Also, ja. Das habe ich auch so erlebt und habe für mich aber erklärt, dass man das eben nicht einfach vom Jakobsweg auf die Baasdorfer Hauptstraße Nummer 40 oder von 1 bis 100 übertragen kann, weil das ein Weg ist, der wirklich seit 1000 Jahren von Millionen von Menschen aller Stände und Klassen und Schichten bewandert, beritten, befahren wurde. Alle irgendwie mit irgendeinem Streben nach tieferem Sinn oder nach Erkenntnis oder sonst was. Und diese spirituelle Offenheit der Wanderer, der Pilger und Pilgerinnen und der Menschen am Wegesrand, das glaube ich, macht schon den Jakobsweg dort, diesen französischen Jakobsweg, als zu was Besonderem im Vergleich zu schönen an. Wir fahren ja viel mit unseren Fahrrädern, der Radweg nach Usedom und so weiter. Das ist auch alles sehr schön. Da hat menschliche Kultur auch einen schönen Weg gepflastert. Aber das ist schon irgendwie, finde ich, das, was man heilig nennt, so. Und da konnte ich sehr viel davon mitnehmen. Was war eigentlich für dich der Höhepunkt? Also diese lange Zeit des Alleinfahrens mit dem Fahrrad hat bewirkt, dass ich mich ganz viel mit mir selber beschäftigt habe. Also wo kommen meine Verletzungen her? Was machen die mit mir? Und habe irgendwann nach Tagen festgestellt, dass ich also mit meiner Herkunftsfamilie, mit meinen Eltern, mit meinem Vater und Mutter mich versöhnt habe. Jetzt ist da nie was Dramatisches vorgefallen, aber ich denke, Verletzungen kennt jedes Kind oder jeder Erwachsene, die von irgendwo herkommen und festgestellt habe, dass sie ihr Bestes getan haben. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Durch die Versöhnung mit meinen Eltern auf diesem Weg ging es mir dadurch besser, viel besser. Und ich konnte mich so annehmen oder ich kann mich so annehmen, wie ich bin und denke, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, das Wahnsinn. war mein Höhepunkt. Ich bin so vermessen zu sagen, vielleicht ist das die Begegnung mit Gott. Wenn wir unserer besseren Hälfte begegnen oder wenn wir uns akzeptieren können, so wie wir sind, als allesamt Gottes Kinder. Ja, und natürlich waren noch viele andere schöne Dinge. Also was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war der Herbergsvater, der uns Strom gegeben hat für deine Schnarchmaske. Und auf dem Zettel stand, geben Sie, was Sie können oder was Sie wollen. Und ich habe durchs Fenster geschaut und es war eine große Tafel gedeckt mit, ich glaube, 20 Tellern. Also er hat auch noch eine Suppe für jeden bereit gehalten. Und wirkte auf mich so bescheiden und so unglaublich dankbar für die Begegnungen mit uns, mit den anderen und dass er ja so großzügig, also die Menschen beherbergt hat und ihnen das täglich Brot heute gegeben hat. Also
ohne vorauszusetzen, dass er ein Äquivalent dafür bekommt. Also das fand ich sehr beeindruckend und mich hat dieses Paar, dieses ältere Ehepaar, naja, waren die so alt wie wir? Waren die so alt wie wir? Dieses Paar schon sehr beeindruckt. Also wie einfach, bescheiden und sie wirkten auf mich zufrieden und glücklich. Also das habe ich von diesem Platz, von dieser Herberge mitgenommen und das hat mich, glaube ich, bis, oder es beschäftigt mich heute noch, wie wenig brauche ich, um tatsächlich glücklich zu sein. Und ja, finde es also fast eine Lebensaufgabe. So. Das war der ganze Oktober, 4 Wochen waren wir unterwegs für die 1800 Kilometer. Danach kam November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Vor 6 Monaten, vor einem halben Jahr, haben wir diesen Weg gegangen und initiiert durch heute Morgen auf der Website unserer Gemeinde haben wir nochmal drüber nachgedacht. Und mir geht es jetzt ehrlich gesagt so, Margot, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ob das gestellt ist, was wir hier machen. Ist es überhaupt nicht gestellt und ich habe was Neues entdeckt. Man spricht ja, wir sprechen oft davon, was heißt, den Weg der Liebe zu gehen, ne? Auf irgendein Problem zu gucken und da nicht zu werten und nicht zu urteilen, sondern das mit dem Blick der Liebe. Und aus unserem jetzigen Gespräch nehme ich gerade mit, was ich so noch gar nicht wusste. Der Jakobsweg ist in der Tat ein Weg der Liebe, der mir hilft, auch außerhalb des Jakobswegs, auch nach dem Ende der Welt Finisterre, heißt ja der letzte Ort da am Atlantik, wo die Pilger vor Hunderten von Jahren ihre Pilgerkleider verbrannt haben, weil es damals noch keine Waschmaschinen gab. Auch nach dem Ende der Welt, nach Finisterre, kann man weiter den Weg der Liebe gehen. Das Und was nicht heißt, dass es ein Kuschelkurs ist. Ne? Also, ich habe dich nach dem Höhepunkt gefragt und ich habe eigentlich gedacht, du sagst, der Höhepunkt war 1393 Meter, der Pass da oben an der galizischen Grenze. Magst du das noch Na, zum Schluss? es war Der kein Höhepunkt, geografische der Höhepunkt. geografische Höhepunkt, der sehr, sehr anstrengend war. Ich hatte wunderbare Kleidung und mein Fahrrad war alles in Form und top und plötzlich hagelte es oben auf dem Pass und alles war bedeckt, nur mein Gesicht nicht. Und dann spürte ich schon, wie kleine Nadelstiche in meinem Gesicht. Und nun liebe ich ja auch körperliche Herausforderungen und habe es gern, wenn ich mal meinen Körper spüre und das Wetter spüre und Regen und Hagel. Aber das war schon heftig und war dann schon froh, als ich über den Pass drüber war und den Berg herunter sauste. Ich glaube, ich hatte fast 50 km/h mit dem Fahrregel Bei Regen und Hagel. bei Regen und Hagel. Und unseren grünen Kastenwagen gesehen habe. Das war schon schön und eine Erleichterung und unglaubliche Stolz, dass ich diesen Pass geschafft habe. Denn auch mit dem Fahrrad ist das kein Spaziergang. Und ich habe mich ja auch einmal verfahren und bin vom Weg abgekommen, bin in der Schlucht gelandet und musste bei einer, ich weiß nicht, wie viel Prozent Steigung, 18, 19% Steigung, das Fahrrad auf glitschigem Schotterweg hochstemmen und wenn man dann von 24 Kilo, wenn man weiß, dass das Fahrrad 24 oder 25 Kilo hat und 1 Meter vorkommt und 40 Zentimeter wieder zurück rutscht, dann weiß man also, was ich da geleistet habe. Und da gab es schon Momente, wo ich gesagt habe, ich schubs mein Fahrrad den Berg runter und Versuch, auf allen Vieren da hochzugehen. Das war auch eine anstrengende Tour. Also es ist kein Schmusekurs und es ist immer sowohl als auch. Also es waren einfache Strecken, es waren sehr, sehr anstrengende Strecken. Es war Heiß und viel, kalt. genau, die unterschiedlichen klimatischen Zonen, die wir durchgeradelt sind. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Heiß, regnerisch, kalt, wieder heiß und so. Und dann Steigungen oder. Aber was ich sagen wollte, man hatte auch, oder ich hatte immer auch viel Zeit zum Nachdenken. Also auch das Fahrradfahren wurde manchmal auch fast meditativ für mich oder
Ich habe dich ja auch zweimal gar nicht gesehen, dass du mir entgegenkommst. So war ich in meinem Space, sage ich mal, verbunden. Das waren schon auch alles, auch die extremen Begegnungen. Ich wollte nicht eins missen. Ich wollte nicht eine Begegnung missen. Ja. Der Jakobsweg soll ja entstanden sein, gewidmet worden sein, deshalb, weil der heilige Jakobus auf seinen Missionsreisen irgendwann, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, in Spanien gelandet ist und die Gebeine des heiligen Jakobus in Santiago, St. Jakobus de Compostela, beerdigt worden ist und im Mittelalter man eben drei Pilgerreisen gehen musste nach Jerusalem, nach Rom und nach Santiago de Compostela. Das ist die Story, das ist die Fama, das Gerücht, die was auch immer wirklich passiert ist, wer auch immer dort gelandet ist. Ich finde, ich möchte ihm sehr dankbar sein. Ich war unglaublich stolz, als ich meine Urkunde dort in Santiago entgegengenommen habe und war sehr erschöpft und froh, als wir in Finisterre angekommen sind. Und heute Morgen erst haben wir uns die Frage gestellt, ob wir das nochmal wiederholen wollten. Auch angeregt, für mich angeregt durch die Schilderung vom portugiesischen Weg, dieser wunderschönen Stadt Porto. Ich vermute, es ist nicht das letzte Mal. Ja, es ist nicht mit Sicherheit nicht das letzte Mal, aber ich würde gern noch mal einen Schritt zurückgehen, als du gesagt den Schwenk gemacht hast vor über vielen 100 Jahren und so. Da ging man von einem strafenden Gott aus. Ja, stimmt. Und ich bin davon überzeugt, es gibt keinen strafenden Gott. Und deshalb ist natürlich der Grund, warum wir heute gehen, ein anderer als der vor einigen 100 Jahren, für die Menschen ein Grund war, zu pilgern. Und deshalb gehe ich natürlich immer wieder gerne, auch mit dir gemeinsam. Wo Schön. auch immer, den Jakobsweg. Ich freue mich.